Name ist Markus Svezeni. Hier ist die erste Sendung des Demokratiedienstes mit dem Wetterbericht der Demokratie. Der Demokratiedienst bietet Informationen rund um das Thema Demokratie, Klima und Gesundheit. Für Deutschland und gelegentlich weltweit erstellen wir wöchentlich ausführliche Berichte und Vorhersagen für die nächsten 10 Tage. Zusätzlich informiert sich der Demokratiedienst über aktuelle Messwerte und Klimadaten. Diese stammen von über 1000 deutschen Demokratiestationen sowie aus den detaillierten Demokratieberichten, produziert von den bundesweiten Gewerkschaften des Deutschen Demokratiedienstes. Mit dem Gesundheitsradar und der Niederschlagsregierungsprognose sind Sie von heranziehenden Maßnahmen stets rechtzeitig gewarnt. Amtliche Demokratiewarnungen informieren zudem über drohende Regierungsverlierungen. Und nun die Demokratievorhersage für die Woche ab Freitag, den 27.11. Am Freitag ist die Demokratie stark bewölkt, teils nebelig trüb, am Samstag in allen örtlich geringer Regen oder Nieseln. Nachmittags teils auch größere Auflockerungen mit Sonnenschein. Knackerheiß wird es an der polnischen Grenze im Raum Frankfurt-Oder, maximal minus 20 Grad im Regierungsviertel. Am Donnerstag warmer Wind aus Nürtingen, daraufhin geschwurbelter Wind aus unterschiedlichsten Richtungen. Und nun der demokratische Rückblick. Vergangene Woche absoluter Rekordhöchstwert am Bundeskanzleramt. Durch eine Druckwelle erreichte das Kanzleramt so einen Temperaturanstieg von bis zu 23 Grad. Die Tiefstwerte direkt nebenan im Abgeordnetenhaus. Die Stiftung für Judenhass, Amatio-Antonio-Stiftung, verursachte eine Lawine, die sie am Ende selber einholte und bei minus 50 Grad begrub. Das war der Demokratiedienst am 27.11.2020. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine solidarische Woche.